Normalerweise sollte es in Schulklassen ruhig zugehen. Anders war es am Donnerstag in der 8C der Willy-Brandt-Gesamtschule. Beatboxer Elliot, der unter anderem schon mit Hip-Hop-Größen wie Dendemann und Ferris MC zusammengearbeitet hat, kam zusammen mit Sprachwissenschaftlerin Tina Chemnitz, um den Jugendlichen in seinem Workshop die Themen Lyrik, Rhythmus und Rap näher zu bringen. Doch welches pädagogische Konzept steckt hinter diesen Workshops? Also mit Beatbox Yo versuchen wir den Kindern oder Jugendlichen und manchmal sogar auch Erwachsenen ein bisschen was beizubringen in Richtung Takt, Rhythmik, Musik und Lyrik auch, also wie man mit Worten umgeht, dass das alles eine gewisse Rhythmik auch natürlich hat. Und ja, das macht Spaß, das ist lustig. Außerdem, dadurch, dass wir das mit Beatbox machen, also das kann ich jederzeit und immer, da brauche ich kein Geld ausgeben für Instrumente. Genauso ist es mit dem Reimen oder dem Dichten. Und ja, das ist das eine. Das andere ist, gerade bei Jugendlichen finde ich, also bei den Kids heute in der Schule, finde ich das sehr wichtig, dass man auch so eine gewisse aufklärende Funktion hat. Also wie funktioniert eigentlich das Mediale? Ich habe das ja am Anfang ein bisschen gezeigt, wie kommt das eigentlich zustande, wie viel kostet so eine Platte, was kommt an, weil gerade heute diese Formate, also wie Deutschland sucht den Superstar und diese Sachen sind ja sehr populär eigentlich, aber es ist eben nicht wie bei einem Automechaniker, wo ich auch mal sagen kann, hey, ich schaue mir das mal einen Tag an als Jugendlicher. Das geht halt leider nicht. Ich kann da ein bisschen davon was erzählen, weil ich diesen Einblick halt habe. Das finde ich wichtig. Und auf der anderen Seite, was manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ist, den Einblick auch zu geben, dass das ein riesiges Feld ist mit wahnsinnig viel Berufen. Also es gibt nicht nur den Sänger oder den Superstar, sondern dahinter gibt es hunderte von verschiedenen Berufen, für die man sich ja irgendwann mal auch interessieren kann. So, das steckt so ein bisschen dahinter. Dann hält er mir liebevoll die Schnauze hin und ich sag mir, okay, ich bin im Arsch, aber ich bin. Was?